Wenn euer Computer abgestürzt ist oder sich aus einem anderen Grund nicht mehr starten lässt, bietet Windows eine Reihe von Möglichkeiten, das System zu retten. Dieses Video richtet sich also an alle, die momentan vor einer kaputten Windows-Installation sitzen und diese ohne Datenverlust wieder funktional machen wollen. Dabei muss das Problem natürlich mit Windows zusammenhängen und nicht mit eurer Hardware. Wir zeigen euch heute einige simple Tricks, mit denen ihr euer Windows reparieren könnt. Vorher allerdings eine Nachricht von unserem heutigen Videosponsor. Bei Instant Gaming könnt ihr momentan günstig euer PlayStation-Guthaben aufstocken oder eure Xbox Live und Game Pass-Mitgliedschaften verlängern. Zum Beispiel gibt es gerade 50 Euro PlayStation-Guthaben für unter 42 Euro und 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für nur 24 Euro. Aber auch Games wie FIFA 23 für Xbox gibt es für unter 29 Euro, Forza 7 für 20 Euro und viele, viele mehr. Instant Gaming verschickt die Keys sofort nach dem Kauf, es gibt rund um die Uhr Support und alle Top-Angebote findet ihr direkt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Der häufigste Grund dafür, dass eure Windows-Installation nicht mehr startet, sind beschädigte Systemdateien. Wenn wichtige Komponenten des Systems durch ein Virus, ein Programm oder irgendwie anders beschädigt wurden, dann gibt es zwei Befehle, die euch da rausholen können. Hierfür müssen wir aber erstmal in den abgesicherten Modus rein. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das anstellen sollt, findet ihr ein Video in der Infokarte, welches euch alle Möglichkeiten zeigt, wie ihr in den Safe Mode kommt. Alternativ zum Safe Mode könnt ihr diese Befehle auch im System selbst benutzen, wenn ihr da reinkommt, oder auch die Kommandozeile der automatischen Reparaturoption verwenden. Da ich jetzt annehme, dass ihr ins System gar nicht mehr reinkommt, zeige ich das in der automatischen Reparaturkonsole her. Die Kommandozeile aus dem Windows Startmenü heraus zu starten, das sollte allerdings für euch kein Problem darstellen. Bei der Eingabeaufforderung der automatischen Reparatur ist es allerdings schon etwas kniffliger. Wenn sich die automatische Reparatur startet und das passiert jedes Mal, wenn euer Computer dreimal hintereinander abstürzt, geht ihr zur Problembehandlung und daraufhin zur erweiterte Option. Dort öffnet sich anschließend die Eingabeaufforderung und dort gebt ihr erstmal den folgenden Befehl ein. Tippt also hier sfc/scannow ins Konsolenfenster ein und drückt die Eingabetaste. Hier prüft der Windows-Ressourcenschutz alle wichtigen Systemdateien nach Fehlern und meldet sich anschließend bei euch wieder. Sofern es Fehler gab, wird euch dann angezeigt, dass der Windows-Ressourcenschutz korrumpierte Dateien gefunden und erfolgreich repariert hat. In dem Fall könnt ihr gleich prüfen, ob euer System wieder läuft. Auf der anderen Seite kann es aber auch vorkommen, dass der Befehl nicht funktioniert, weil selbst der Windows-Ressourcenschutz beschädigt ist oder weil er die beschädigten Dateien einfach nicht reparieren konnte. Auch hierfür gibt es eine einfache Lösung, weshalb wir im Idealfall den Computer dazwischen neu starten und die Konsole wieder öffnen. Wir benutzen als nächstes nämlich den folgenden Befehl. Diesem steht für das Deployment Image Servicing und Management Tool und mit diesem Befehl sagen wir Windows, es soll bei unserer aktuellen Installation die Operationen am System aufräumen und korrumpierte Systemdateien reparieren. Lasst das durchlaufen und im Idealfall sollte sich Windows dann melden und euch sagen, dass die Operation erfolgreich ausgeführt wurde. Egal ob vorher der sfc-scan-now-Befehl funktioniert hat oder der diesem-Befehl einen Fehler ausgegeben hat, ihr solltet in jedem Fall einen Neustart dazwischen machen und daraufhin nochmal den sfc-scan-now-Befehl eingeben. Es kann nämlich sein, dass diesem den Ressourcenschutz reparieren konnte und ihr mit sfc eure Installation wieder repariert bekommt. Wenn diesem und sfc euch Fehlermeldungen raushauen oder ihr gar nicht in den Safe Mode kommt, dann sind sehr wahrscheinlich diese beiden Tools ebenfalls beschädigt. Diesem benutzt nämlich die install.wim, also die korrumpierte Image-Datei von eurem aktuellen System, um sich selbst zu reparieren. Wenn aber die install.wim selbst irgendwie beschädigt wurde, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sinnvoll diese Übung ist. Deswegen benutzen wir im nächsten Schritt einen bootfähigen Windows 11 USB-Stick mit einer komplett frischen Image-Datei, um eben unser korrumpiertes Image zu reparieren. Hierfür erstellt ihr euch zuerst einen USB-Stick, welcher eurer aktuellen Windows-Version entspricht, die auf dem Computer eben installiert ist. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ist jetzt in der Infokarte ein Video für euch verlinkt, wo das hergezeigt wird. Jetzt stecken wir den USB-Stick an unseren PC und öffnen wieder die Kommandozeile der automatischen Reparaturkonsole. Wenn ihr an dieser Stelle nach einem BitLocker-Schlüssel gefragt werdet, findet ihr diesen online in eurem Microsoft-Konto, sofern ihr einen Online-Account in Windows 11 benutzt habt. Gebt als erstes den Befehl WMIC Logical Disk Get Name ein, um herauszufinden, welchen Buchstaben unser USB-Stick sowie unsere Windows-Installation haben. Jetzt geben wir den Befehl C Doppelpunkt ein und als nächstes geben wir dir ein, um eben
sicherzustellen, dass es sich hierbei um unseren Laufwerksbuchstaben für die Windows-Partition handelt. Das erkennt ihr daran, dass ihr im Verzeichnis einen Windows-Ordner sowie einen Programm-Ordner findet. Jetzt gebe ich hier E-Doppelpunkt ein, um festzustellen, ob das auch wirklich mein USB-Stick ist. Mit dem Befehl dir prüfe ich auch hier nach und wir sehen, dass hier die Dateien drauf sind, die man eben zur Windows-Installation benutzt. Also gehen wir wieder zu X. Und daraufhin geben wir den Befehl /image:\cclean-up-image\restore-health\source.e\backslash/sources\install.vim und drückt jetzt die Eingabetaste. Nun versucht Windows die Reparatur mit einem komplett frischen Image, was bei mir persönlich am häufigsten den gewünschten Erfolg gebracht hat, wenn eben meine Windows-Installation irgendwie korrumpiert war. Wenn euer PC nicht starten möchte, dann könnt ihr auch die Starthilfe der automatischen Reparatur benutzen. Meiner Erfahrung nach hilft das allerdings selten und die Starthilfe ist in Wahrheit meist genauso hilfreich wie alle anderen automatischen Problembehandlungsmethoden von Windows, also ziemlich nutzlos. Probieren kann man es trotzdem. Ihr erreicht die Starthilfe, wenn ihr bei der automatischen Reparaturkonsole zu Problembehandlung, dann zu erweiterte Option und daraufhin zu Starthilfe geht. Hierbei wird eine automatische Diagnose von Startproblemen vorgenommen und eine Fehlerbehebung angewendet. Wenn beispielsweise wartende Updates oder ähnlich einfach lösbare Probleme den Start blockieren, kann die Starthilfe durchaus das Problem lösen. Es ist also ein Versuch wert, weil es leicht zu erreichen ist und nicht lange dauert. Aber meine Hoffnungen, dass dieses automatische Reparaturwerkzeug in Windows eure Installation jemals retten wird, sind sehr gering, wobei das von den verfügbaren Möglichkeiten noch die beste ist. Wenn ihr bereits einen bootfähigen USB-Stick mit Windows 11 habt, könnt ihr auch eine Upgrade-Installation versuchen. Hierbei wird Windows neu installiert und eure Programme, Dateien und Anwendungen werden beibehalten. Dies funktioniert aber nur, wenn ihr eine neuere Windows-Version installiert, als ihr bereits auf dem PC habt. Und wenn eure Installation stark beschädigt ist, funktioniert das meiner Erfahrung nach auch nicht immer. Es ist aber ein Versuch wert, wenn ihr eure Installation nicht wegwerfen wollt. Aber auch hier bin ich nicht super überzeugt davon, dass es in allen Fällen helfen wird. Wenn bisher nichts geholfen hat, handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um eine Korrumpierung des Windows-Systems, sondern um ein etwas spezifischeres Problem. Was aber noch helfen kann, ist einfach den PC zurückzusetzen über die automatische Reparatur. Hier wird im Grunde nur eine Neuinstallation gemacht, welche sämtliche Einstellungen zurücksetzt und eure Programme gehen dabei ebenfalls verloren. Eure persönlichen Daten vom Desktop sowie den Bilderordnern und Dokumenten bleiben aber erhalten. Wenn es euch also nur darum geht, dass eure persönlichen Daten nicht verloren gehen, dann könnt ihr auch diesen Versuch wagen. Hierzu öffnen wir die automatische Reparatur und gehen wieder zu Problembehandlung, dann erweiterte Option und klicken dann auf diesen PC zurücksetzen. Hier könnt ihr dann wählen, ob ihr alles entfernen oder ob ihr nur eure persönlichen Dateien beibehalten möchtet. Programme und Einstellungen werden in beiden Fällen verloren gehen. Geht auf Weiter und wartet den Installationsprozess ab. In vielen Fällen sollte euer PC daraufhin in der Lage sein, wieder zu starten. Was ist, wenn nichts hilft? Wenn keiner von diesen Tipps den gewünschten Erfolg gebracht hat, ist sehr wahrscheinlich nicht direkt eure Windows-Installation korrumpiert, sondern ein anderer Fehler oder ein anderes Problem verhindert den Start des Systems. Die häufigste andere Ursache sind ganz einfach Treiberprobleme. Versucht euch zu erinnern, ob ihr zuletzt eventuell ein Update installiert habt für eure GPU-Treiber oder ob der letzte Neustart ein Windows-Update installiert hat. Wenn dem so ist, geht in den Safe-Mode und deinstalliert idealerweise den betreffenden Treiber oder das entsprechende Update. Tief ins System integrierte Software oder ein Virus kann ebenfalls den Start von Windows verhindern, weswegen auch nur eine intensive Virenbereinigung zwischen euch und einer funktionalen Windows-Installation stehen könnte. Wir haben bereits in einem früheren Video gezeigt, wie ihr in Windows sämtliche Viren entfernen könnt und das haben wir jetzt oben in der Infokarte verlinkt. Und sollte euer System nicht mehr starten, nachdem ihr zum Beispiel in der Registry rumgespielt habt oder ihr ein Cleanup-Programm dafür verwendet habt, hilft es meist, ein Registry-Backup einzuspielen. Das könnt ihr auch direkt von der Kommandozeile aus erledigen, egal ob ihr im Safe-Mode oder in der automatischen Reparaturkonsole seid. Nachdem das aber ein bisschen vom Thema abweicht, habe ich euch die Befehle in der Beschreibung hinterlassen und wir werden dazu sehr bald auch ein komplett eigenes Video machen. Wenn ihr an dieser Stelle nicht mehr weiterkommt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einfach im Forum zu fragen unter windowsarea.de/forum oder in unserem Discord, welcher in der Beschreibung verlinkt ist. Gebt dort möglichst viele Infos an, sodass wir euch bei eurem Problem unterstützen können. So,
Das war es dann auch schon von mir und von diesem ausführlichen Guide, wie ihr praktisch jede korrumpierte Windows-Installation wieder zum Laufen bringen könnt. Wenn ihr noch weitere solcher Videos sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal windowsarea.de, dann verpasst ihr keine nützlichen Tipps, Tricks und Tests rund um Windows 11. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.